Eine hungrige Biene. Und was für eine? Ich konnte sie nicht bestimmen. Ich denke, es ist wie eine Furchenbiene, aber für mich unbekannt. Das ist eine Hummel, hä? Ja. Und welche? Den konnte ich auch nicht bestimmen. Dann werde ich sie jetzt offiziell taufen. Das ist die Kragenhummel. Okay. Ja, Hummel sind schwierig zu bestimmen. Wenn die Farben manchmal ausgebleicht sind, im Herbst oder so. Bekommen sie weiße Haare? Ja. So ja. Wie ich. So wie alte Leute, genau. Das ist wieder eine Distel, hm? Genau. Also ganz offensichtlich sind sie sehr nahrhafte Disteln. Sie bieten da vielen Insekten eine gute Gelegenheit. Genau. Ja, und das war ein Zufall, aus der Hand gefilmt beim Spaziergang. Eine Haselmaus. Mit der Kamera eine wilde Verfolgungsjagd. Ja, wir hatten Glück, weil sie sind eigentlich nachtaktiv. Ja. Nachtaktiv. Nacht. Nicht nackt. Nein, Nacht. Ich Nacht. Habe gesagt Nacht. Aha. Ich höre schlecht. So, jetzt hat sie einen weichen Platz gefunden. Sie sind hübsch, diese. Ja, sind drollig, hä? Ja. Und sind eigentlich nicht Mäuse, weil sie gehören irgendwie in die Familie der Siebenschläfer. Ja. Na, putzig. Ganz hübsch. Auch sie sind sehr reinlich, ja? Ja. Auch die Nase geputzt. So, und hier haben wir unseren Hauptdarsteller. Ja, die Purpurfruchtwanze. Na, ein hübscher Film. Hier eine Großaufnahme von den Flügeln oder dem Mittelteil. Hier, man muss also schon gut hinschauen, dass man sie überhaupt entdeckt. Aber sie sind bei uns recht häufig. Also wir sehen sie eigentlich oft. Ja, man sieht sie viel. Und ihre Verbreitung ist, glaube ich, auch. Ja, in ganz Europa, außer im höheren Norden. Ja. Das heißt, sie haben nicht so gerne kalt. Diese hier hat ganz speziell für YouTube Porträt gestanden. Die Seitenansicht, die Rückenansicht. Also sie hat sich sehr Mühe gegeben. Ja, ja, sie hat alles gegeben. Ja. Und die Farben sind wirklich sehr schön. Ja, sind toll. Warum macht man eigentlich nicht Kleider in diesen Farben? Da könnte man schon noch etwas abschauen, oder? Ja. Und hier eine andere. Sie hat wieder eine andere Farbgebung, etwas.
Ja, das wechselt immer ein bisschen. Je nach Jahreszeit und Alter der Wanzen. Genau. Aber ebenfalls sehr hübsch. Braun und Gelb ist eine sehr schöne Kombination. Ja. Und irgendwie auch Orange dazwischen. Und die Farben werden intensiver im Herbst. Ja, und eine rote Nase. Ja. vielleicht war er zu stark hinter dem Nektar, oder? Sie sind noch groß, sie können bis 14 mm werden. 1,4 cm. Ja. Und dass sie mal ganz ruhig war, konnten wir auch mit unserem Makro recht groß abbilden. Ja. Was ich hier vermisse, ist eigentlich, dass die Saugbewegung, ich habe nicht richtig gesehen, wo sie eigentlich saugt, ob das im Magen geschieht oder wo. Diese zwei haben sich gefunden. Ja, es ist wieder Paarungszeit. Ein kleiner schwarzer Käfer, dem ist es eigentlich egal. Sie nehmen voneinander eigentlich kaum Notiz, die Käfer oder Wanzen. Ja. Was ist das für eine Blume? Ist das? Ich denke, das ist ein Löwenzahn. Ist das ein Löwenzahn? Denkst du? Nein, ich bin nicht sicher. Jedenfalls, was wir hier sehen wieder ist, die Dame ist am Fressen, am Saugen und der Herr hinten winkt bereits ab. Er hat eigentlich schon genug. Aber sie will nichts davon hören. Nein, ignoriert ihn völlig. Die Verbindung hier ist anders als bei Feuerwanzen. Die Feuerwanzen haben eine Halbschale und diese hier, ich kann das nicht genau erkennen, aber das ist eine Ausstülpung. Die aber auch sehr, sehr gut hält. Also er versucht sie nun abzuschütteln. Über Kopf sogar? Ja. Sehr beweglich. Eine solche Stellung haben wir bisher nie gesehen bei Wanzen. Bei Wanzen, nein. Haben vielleicht was Kamasutra gelesen? Aber sehr schöne Bilder. Ja, die Farben sind wirklich sehr, sehr schön. Ja. Wir sehen auch den Unterschied jetzt zur Bärenwanze. Die Bärenwanze hat innen das Dreieck ist rot und außen gelb, oder? Ja. Und hier bei der Fruchtwanze ist es umgedreht. Wir haben nicht herausgefunden, ob das zum Paarungsritual gehört. Dass er mit den Füßen, ob das eine Animation ist oder ein Signal irgendwie. Oder ob er wirklich einfach sagt, ich habe genug, lass mich gehen. Auf alle Fälle hat es ziemlich lange gedauert. Ja. Aber weil sie jetzt auch mit den Füßen so hämmert, könnte es zum Paarungsritual gehören, ne? Ja, ich denke schon. Sie machen ja eigentlich nichts für nichts, oder die Insekten.
Es ergibt alles einen Sinn. Es ist natürlich immer ein glücklicher Moment für uns, wenn wir Wanzen oder irgendein Käfer so schön filmen können dürfen. Ja. Und hier jetzt das Resultat. Also die Dame hier hat sich einen Grashalm ausgesucht und sie klebt ihre Eier ganz oben hin. Genau. Sie hat fast den dünnsten Halm gesucht. Ja. Hier sehen wir das Eierlegen. Es ist also eine schmiegsame, noch nicht verfestigte Masse, Gelatineartig irgendwie. Und wenn diese an die Luft kommt, dann verfestigt sie sich relativ rasch. Hier hält sie noch das Ei mit dem Fuß, bis es richtig am Stängel und an den anderen Eier klebt. Fest. Ja, es muss angetrocknet sein. Ja. Und dann sieht man, wie kleine Fässer sind da. So. Ja. Mit dem Deckel oben. Die ganze Prozedur hat vielleicht so eine halbe Stunde gedauert. In etwa, ja. 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 Und es ist schon erstaunlich, wie sie das macht, weil sie sieht ja nichts. Ja, die Augen sind vorne raus und hinten hat sie eigentlich auch keine Haare. Also sie muss da ein gutes Gefühl haben, ja. Sensibel sein. Und auch wie sie das neue Ei immer schön mit dem Fuß andrückt, damit es an den anderen festklebt und am Stängel festklebt, nicht herunterfällt. Aber warum sie diese Eier so ungeschützt lassen? Ja. Ist schon erstaunlich. Und so gut sichtbar jetzt in diesem Fall. Ja. Hier wieder eine. Das ist noch ganz weich. Gut verformbar. Ich nehme an, das ist so eine Masse, die sich erst ausdehnt, wenn sie sie rausdrückt. Weil ihr Bauch ist auch nicht so groß, um so große Eier im Bauch zu haben, oder? Also das entfaltet sich erst, wenn sie sie rausdrückt. Ist schon erstaunlich. Ja. Ja, wie viele Eier waren es am Schluss? 3, 6, ja sicher so um die... Etwa 8, oder? Ja, 9. Weil hinten gibt es ja auch gibt es auch nochmal 3. Und sie hat dann rund um den Stängel herum hat sie das genutzt. Vielleicht auch wegen dem Gewicht, dass der Stängel sich nicht nach unten biegt. Das muss sie auch wissen, oder? Ja, irgendwie. Und vielleicht klebt sie sie oben an am Stängel, weil der Grashalm biegsam ist und die Eier so nicht abgeworfen werden. Und so, weg. Das war's. Also 3, 6, 9 auf jeden Fall. Und hinten sind dann auch noch... sicher 3, also ich schätze so 12 Eier hat sie da gelegt, ja. In dieser halben Stunde.
Und jetzt sind sie auch etwas haarig. Mhm. Und so sieht es dann im Gras aus. Also man muss schon ganz gut hinschauen, dass man das erkennt. Hier das Resultat, das ist eine ganz frisch geschlüpfte. Ja, nach der letzten Häutung. Sie haben 5 Nymphenstadien. Ja. Diese lässt sich jetzt noch etwas trocknen und dann färbt sie sich auch noch dunkler, oder? Ja, dann wird dann die Färbung kommen. Ja. Und was ganz erstaunlich ist, das ist auch eine Larvenform von Ihnen, oder? Ja, das ist irgendein Stadium, aber ich habe keine Ahnung, welches. Hier ist sie weiß und... Ich denke, das ist, ja, das ist eines der ersten Stadien hier. Vielleicht das zweite, oder... Ja, man findet auch nur schlechte Dokumentationen darüber. Ja, es gibt einfach ein paar Fotos, aber es ist noch schwierig zuzuordnen. Aber auch hier sehr hübsch die Farbkombination. Ja. Mit dem metallischen Glänzen. Richtiges Bummerchen, ne? Ja, ja. Und saugt da an einem Grashalm. Und natürlich muss sie unsere Klammern nicht putzen. Das wäre Kinderarbeit und das lassen wir natürlich nicht zu, oder? Ja, ja. Ein weiteres Larvenstadium. Also ganz unterschiedlich. Ja, sind sie, enorm, ne? Unterschiedlich. Ja. Man glaubt kaum, dass das ein und dieselbe. Ja, aber es ist fast bei allen Wanzen so, dass sie ganz unterschiedliche Farben haben. Also während der Larven, während den Stadien, den Entwicklungsstadien. Futterpflanzen dementsprechend anders. Das wäre noch interessant. Ich denke nicht, nein. Das vielleicht entspricht ihre Färbung der Tarnung. Das kann auch sein, ja. Weil hier wäre es einigermaßen angepasst, oder? Die Farbgebung. Ja, ziemlich gut getarnt. Ich denke, das ist eines von den letzten Stadien. Ja. So, das war's. Bis später. Bis dann.